Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war eine Reise in ein Wasserschutzgebiet vom Weg des Grundwassers im Untergrund zum Brunnen und hinaus ins Wasserschutzgebiet an der Oberfläche. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle dem Fernwasserverband Mühlviertel, Herrn Diplom-Ingenieur Eichberger, für die Möglichkeit der Befliegung des Wasserschutzgebietes und der Brunnenanlage Zirking. In Oberösterreich haben wir aufgrund der kleinstrukturierten und ortsnahen Trinkwasserversorgung eine Vielzahl an Wasserschutzgebieten in unterschiedlicher Ausprägung und Größe. Je nach wasserwirtschaftlicher Bedeutung der Anlage und naturräumlichen Verhältnissen gestaltet sich die Größe unterschiedlich. Was aber alle Wasserversorgungen und alle Wasserschutzgebiete gleich haben, ist, dass Flächen in Wasserschutzgebieten beansprucht werden, Flächen, die anderen Nutzungen unterliegen. Nutzungen wie landwirtschaftliche Nutzung, forstwirtschaftlich, aber auch Siedlungsbereiche sind oftmals in Einzugsbereichen von Wasserspendern, Brunnen und Quellen. Und daher ist es wichtig, neben den rechtlichen und fachlichen Erfordernissen bei der Festlegung von und Planung von Wasserschutzgebieten, darauf zu achten, dass Wasserversorger und Grundbesitzer und Flächenbewirtschafter gemeinsam in Dialog treten. Dem Land Oberösterreich ist es ein besonderes Anliegen, Partnerschaften in Schutzgebieten zu unterstützen. Aus diesem Grund haben wir im Rahmen des Weltwassertages 2016 eine Dialogveranstaltung veranstaltet, und zwar zum Thema Wasserschutzgebiete gemeinsam Verantwortung tragen. Zu dieser Veranstaltung haben wir Wasserversorger, Planer, Flächenbewirtschafter, aber auch die Interessensvertretungen eingeladen, gemeinsam über das Thema zu diskutieren und Dialog zu führen. Im Besonderen wurde die Fragestellung behandelt, bedarf es einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen Wasserversorger und Flächenbewirtschafter und Grundbesitzer und welche Wege und Instrumente werden von den Teilnehmern gesehen, um die Situation und die Zusammenarbeit zu verbessern. Es wurden viele Themen angeschnitten, sehr bunt und abwechslungsreich diskutiert und Kernaussagen getroffen. Drei Punkte möchte ich herausgreifen. Und zwar ganz klar, es gibt einen Bedarf an Unterstützungsinstrumenten zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Wasserversorgern und Flächenbewirtschaftern. Dies deshalb, weil in der Diskussion klar hervorkam, dass die Transparenz teilweise im Behördenverfahren oder bei der Projekterstellung fehlt, dass Betroffene und Beteiligte nicht immer genau wissen, bei welchem Schritt man sich befindet oder welcher Schritt jetzt erforderlich ist. Und daher wurde angesprochen, dass praxisnahe Empfehlungen und Anleitungen gebraucht werden. Wir seitens der Abteilung Wasserwirtschaft haben uns überlegt, welche Tools haben wir schon, was haben wir schon alles an Veröffentlichungen gemacht. Ausgehend von der Landesstrategie Zukunft Trinkwasser haben wir die Leitlinie Vorrang Grundwasser entwickelt für besonders bedeutende Grundwasservorkommen in Oberösterreich. Für die Festlegung von Schutzgebieten wurde die Trinkwasserschutzgebietsleitlinie herausgebracht und eine allgemeine Informationsbroschüre dazu veröffentlicht. Auch eine Typologie Trinkwasserschutzgebiete haben wir erarbeitet. Was fehlt und was bei der Dialogveranstaltung klar zum Ausdruck kam, ist, dass es ein Unterstützungsinstrument braucht für die verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Wasserversorgern und Flächenbewirtschaftern, vor allem bei der Entstehung und auch bei der Anpassung von Wasserschutzgebieten. Der strategische Ansatz dabei ist, wie auch eingangs schon angesprochen, Partnerschaften in Wasserschutzgebieten zu entwickeln. Durchs Reden kommt Leitsam. Und als Unterstützungsinstrument haben wir überlegt, ein Handbuch zu erarbeiten, nämlich mit dem Titel Schritt für Schritt zu einem gut gestalteten Schutzgebiet. Was sind die Zielsetzungen dieses Handbuches?
Alle Schritte zu einem Wasserschutzgebiet auf rechtlicher, technischer und informeller Ebene sollen übersichtlich und einfach erklärt werden. Dadurch soll die Zusammenarbeit und die Partnerschaft zwischen Wasserversorger und Flächenbewirtschafter verbessert werden. Und was natürlich in einem Handbuch nicht fehlen darf, sind praktische Tipps, Hinweise und Empfehlungen. Die Struktur ist so aufgebaut, dass eingangs beschrieben wird, warum Wasserschutzgebiete und warum sind sie erforderlich. Und dann als zentrales Element alle Schritte aufzuzeigen, die bei der Entstehung oder Anpassung von Wasserschutzgebieten von Erfordernis sein können. Jeder Schritt soll so strukturiert sein, dass jeder Schritt behandelt wird. Warum ist dieser Schritt notwendig, zweckmäßig oder sinnvoll? Was passiert konkret in diesem Schritt? Die Beschreibung dieses Schrittes. Wer ist verantwortlich? Wer hat diesen Schritt zu initiieren? Wer ist der Verantwortliche für diesen Schritt? Was und wer soll beteiligt sein? Praktische Tipps und Hinweise, wie schon gesagt, dürfen nicht fehlen. Hier ein gesamter Überblick über den Weg bei der Entstehung oder Anpassung von Wasserschutzgebieten. Von dem Erfordernis, einen neuen Wasserspender zu brauchen oder eine Quelle zu sanieren, über die Beauftragung von einem Fachbüro, über den Projektstart und der Information der Betroffenen, über die Entscheidung, müssen wir einen neuen Wasserspender errichten oder können wir den alten wieder instand setzen, gestalten sich die Schritte durch den ganzen Ablauf bis hin zur Planung eines Schutzgebietes, der Klärung der Inhalte eines Schutzgebietes, bis hin zur Dauerbewilligung und den laufenden Betrieb der Partnerschaft in Schutzgebieten. Einen Punkt, einen Schritt möchte ich herausgreifen, und zwar den Schritt, ein Wasserschutzgebiet wird geplant von den Grundlagen zur räumlichen und inhaltlichen Gestaltung. Jeder Schritt in diesem Handbuch soll so aufgebaut sein, dass auf einer Seite bzw. Doppelseite ein Schritt behandelt wird nach der soeben beschriebenen Struktur. Warum ist dieser Schritt notwendig? Wer ist verantwortlich? Wer ist beteiligt? Aber was konkret auch passiert in diesem Schritt, soll beschrieben sein und Empfehlungen, Tipps und Hinweise. Wir sind inhaltlich relativ weit in der Abstimmung des Handbuches und hoffen, dass wir bis Ende des Jahres das Handbuch fertig haben und im kommenden Jahr damit an die Öffentlichkeit gehen können. Wenn Sie Fragen, Informationen oder Anregungen haben, so wenden Sie sich bitte an uns, an die Abteilung Wasserwirtschaft, dem Referat Trinkwasservorsorge. Sie sehen die Homepage eingeblendet, wo Sie die Kontakte und die Informationen finden, aber auch direkt können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Fragen zum besonderen Grundwasserschutz in Oberösterreich haben, nämlich zu Schutz- und Schongebieten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen alles Gute.